Nun denn, liebe Sportsfreunde. Wir sind hier zurück bei A1800 und dürfen uns nur mit den Cafés herumschlagen und gucken erst einmal die Rezepte an. Surprise à la Banane. Mal gucken, was hier so steht. Die Banane ist eine mysteriöse, exotische Frucht, in dieser Speise die Königin ist. Wenn ein Haufen Zimt überrascht, dieses Dessert mit dem ausgeprägten säuerlichen Geschmack der Ziegenmilch. Bonuseffekte. Kaffee, Schokolade, Sekt. Perfekt. Wenn es eine Tonne Bananen im Lagerhaus eine große Überraschung eröffnen. Ach, ein Beser. Okay, Entschuldigung. Banane und Ziegenmilch. Deswegen. Entschuldigung, ihr habt irgendwie neuen Welt verwechselt und so. Doof. Naja, gut. Bananen liefern, Region Neue Welt. Ziegenmilch, ein Beser kriegen wir irgendwie hin. Wildtatar. Ein leichtes Mittagessen für Kaffeebesucher. Die einen würden niemals rohes Fleisch essen, doch die anderen sehen es als eine Art Delikatesse. Molekularköche würden sagen, dass jede Form der Hitze dem Geschmack einer frischen Zutat nur schaden kann. Ja. Also wie hier. Zitrusfrüchte, Region Neue Welt. Ja, haben wir schon gedacht, dass das aus der neuen Welt kommen wird. Dann haben wir Trauben noch. Das ist nicht so das Problem. Rentierfleisch. Haben wir auch ein bisschen noch ein Lager. Müsste, glaube ich, reichen. Schweineöhrchen. Ein Schweineöhrchen zerbricht. Strömt es einen buttrigen, würzigen Duft, der geradezu unwiderstehlich ist. Das Gebäck hat viele Namen, aber jeden von ihnen steht für eine köstliche Süßigkeit. Passt perfekt zu Kaffee. Naja. Mehl und Tag ist kein Problem, das kriegen wir locker hin. Zimt. Region Neue Welt. Das ist ein Rohstoff. Ist das wie Zitrusfrüchte? Man einen Baum holen kann, oder was? Ah, ups, warte mal. Meine Hörnchen, okay. Ein Eclair. Diese deliziöse Speise zergeht einem geradezu auf der Zunge. Das längliche Gebäck ist mir nichts, dir nichts im Mund verschwunden. Vergessen Sie alles andere. Eine Füllung aus samtweicher, dunkler Schokolade ist einzig wahre. Oh nee, warum Schokolade dafür? Der Witz ist, ein Eclair sorgt dafür, dass man weniger Schokolade benötigt. Das Bedürfnis nach weniger Schokolade da ist. Ja, nee, ist klar. Schokolade brauche ich dafür Mehl und Zucker. Gut, aber eigentlich müssen Eclair relativ easy zu machen sein. Eigentlich. Krapfen. Oh, jetzt wird's lustig. Das kann er bereits bis theoretisch machen. Ende der Welt. Oh, nee. Der Krapfen wirft als Donut ohne Loch einige Fragen auf. Wann sonst die Abwesenheit eines Lochs ein so großes Gesprächsthema? Können wir auch zweideutig verstehen. Wenn dieses nun aber stattdessen ein mit Konfitüre gefüllter Kern ist, kann sich aber keiner mehr beschweren. Wir brauchen Mehl. Talg, Konfitüre, kein Problem, können wir herstellen. Perfekt, das gefällt mir, das Rezept. Das nehme ich. Jo, also Konfitüre haben wir sowieso. Talg, haben wir Talg im Insellager? Ja, ich frage mich gerade warum. Aber was anderes, warte mal, was nicht dafür sogar? Nee. Für irgendwas brauche ich doch irgendwie... Ah, hier, deswegen. Okay, mit Haute Glour. Deswegen habe ich E und Mehl habe ich auch deswegen. Ist nicht sogar das gleiche? Ne, das war jetzt eben das andere. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay. Gut, aber man sieht schon, das funktioniert soweit sehr gut. Und der hatte, glaube ich, auch... Alle Mitarbeiter sind anwesend, aber die Vorräte gehen zur Neige. Warte mal. Könnte einfach gut hier drin bauen, wa? Ja, die Uni macht zwar... Braucht ziemlich viel Platz. Ich brauche hier oben leider eine Uni. Sie nur doch irgendwie anders ein bisschen bauen. Ja, mal gucken, dass irgendwie vielleicht ein bisschen zentraler bauen kann das Ganze. Gut. Das mit dem Eclair funktioniert schon mal. Wir wissen ja, Eclair, aha. Beeinflusst gelehrten Neues wegen der Verbrauch von Kaffee, Schokolade, Schnaps. Natürlich für die hier oben. Ach, echt verdammt weit. Und jetzt gar nicht ein bisschen zentraler bauen könnte. War zum Beispiel eben hier. Ist ja doch relativ breit. Ich würde sogar sagen, breiter als so ein Häuschen hier. Der könnte sogar hinkommen. Diese Füllung in den Krapfen ist einfach deliziös. Hätten Sie noch ein anderes Gebäck, hätte ich auch das verputzt. Zum Beispiel diese kleinen cremigen Teilchen auf dem Kreuzfahrtschiff. Oh, himmlisch. Ja, aber nee, wird trotzdem nicht reichen. Die Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Nee, geht nicht. Wenn ich darüber nachdenke, das Kreuzfahrtschiff könnte noch immer hier sein.
Sie müssen dieses Gebäck einfach probieren. Es wächst hauptsächlich an den Koch. Diesen sonnengebräunten Adonis. Vielleicht gibt er endlich nach und verrät uns all seine kulinarischen Geheimnisse. Stellen Sie sich nur vor, wie seine buttrigen Backwaren Ihre Cafés bereichern. Wer weiß. Wollen wir? Das Gebäck ist zum Anbeißen. Okay. Was sind wir momentan mit allen hier im Friedensstatus? Sonst könnte es dümmer werden. Ganz kurz abgeladen. Das Café muss ich in Zukunft zumindest mal zentraler verwalten. Man könnte es irgendwie statt der Feuerwache, der Polizeiwache. Und die müssen weiter rausnehmen, das würde irgendwie schon gehen. Auf der Überfahrt habe ich nicht viel gesehen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich im Restaurant verköstigen zu lassen. Kann ich irgendwie sogar verstehen. Man gönnt sich ja sonst nichts, Freunde. Dass die Feuerwache irgendwie ein bisschen weiter raus. Die müssen auch irgendwo anders hin, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Das Gebäck war außerordentlich saftig. Aber ich muss gestehen, der Koch selbst war auch nicht übel anzusehen. So, so. So eine bist du also, ja? Also, halten wir fest. Aktuell wird noch gebaut. Gesehen. Ich war ja zu sehr mit dem Gebäck beschäftigt. Zugegebenermaßen habe ich mir hin und wieder ein zufälliges Aufeinandertreffen im Tanzsaal erhofft. Doch leider vergebens. Deswegen war. Die Great Eastern brauchen ein bisschen mehr Leute. Okay, muss ich mal ganz kurz intervenieren. Und keine Ware mehr. Yay. Mann, macht das Spaß. Wenn man so schnell vorwärts auch gerne würde. Das Problem ist halt, ich habe nicht mehr so viel Stahl. Getreide jetzt gar kein mehr. Och, Menno. Neue Befehle? Das waren wieder zu viele Kartoffeln, wa? Okay, warte mal. Sieht wieder anders. Nimm wieder ein bisschen mehr Weizen mit. Dankeschön. Und endlich mal deine Route. Ein wenig ab. So. Natürlich auch ein Problem damit im Import-Export-Büro, wenn ich immer die ganze Zeit so viele Kartoffeln tausche, das kommt nicht gut. Dann komm, machen wir es so. Dauert zwar länger, aber ey. Die Zeit nehmen wir uns einfach. Wenn man sonst irgendwas noch tauschen könnte. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Okay. Ey, dann machst du doch mal mit dem Talg hier, komm. So, dann mache ich es hier nämlich sogar so, also auch mehrere Verträge gleichzeitig am Laufen habe. Ups. So. Wir müssen hier einfach noch ein bisschen schneller arbeiten hier. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ja, mein Getreidefarm habe ich jetzt hier echt viel, also von dem her. Brandwahrscheinlichkeit sehr hoch. Ja, ich habe hier die Feuerwache, also insofern. Die ist unterwegs, dürfte nicht jetzt nicht mehr so lange dauern. Man ist schuldig bis zum Beweis. Das Gesetz ist heute auf ihrer Seite. Ah. Das nützt mir viel. So, warte mal. Ich war hier irgendwie etwas am machen hier. Genau, da ist mit denen, mit dem Getreide, weil plötzlich nichts mehr da ist. Wesentlich mehr Eisen. Nochmal das Holz geht dafür aus. Also ich brauche für irgendwas brauche ich Holz. Was neues Ausgangsmaterial. Ah, hier.
Die fortschrittliche Baumwollweberei. Holz war hier oben, wa? Man könnte natürlich bei so vielen Holzfällerhütten das Lager ist voll. Mal die hier wieder in Rente schicken. Ich glaube, da müssen wir Holz sogar reichen. Problem ist halt, ich kann irgendwie die Holzfällerhütten nicht optimieren, das geht leider nicht. Doch, Items geht es natürlich, aber ansonsten geht es halt leider nicht. Die Lager sind voll. Ja, eben, die sind eh schon voll. Könnte natürlich die alle generell ersetzen, wa? Dann wäre natürlich auch schon eine Idee, weil Kohle habe ich in Hülle und Fülle, auch mit den Kohlebergminen, sind auch alle mit Strom versorgt. Könnte auch die irgendwie mal wechseln, wa? Ich habe eh nur eins. Stimmt, da ist ja Eisen da. Tja, nee, müsste eigentlich reichen so. Eisen, haben wir gerade gesehen, ist aber doch gut. Stopp die Maschine. Ich mach mal ein Stahlwerk wieder an. Und auch einen Hochofen. Wir brauchen ein bisschen mehr Stahlträger. So, Spiel gespeichert schon wieder. Wir sind erst bei 11 Minuten, alles cool. Kurz verklickt. Sekunde, Verzeihung. Da sind wir. Hä? Wieso ist das Schiff plötzlich hier? Wieso ist das Schiff plötzlich hier? So, Events. Ne, nicht der. Hier, Expedition noch irgendwas. Ah. Das wäre irgendwie mal hier eine Warnung gewesen, so etwas. Wieder da. Holen Sie sich derweil ein Getränk an der Bar. Die Cocktails sind hervorragend. Welche Bar? Also die Schiffsbar. Leider war der Koch nicht mehr da. Neue Befehle? Aber ich habe das Rezeptbuch der Kreuzfahrtgesellschaft gefunden. Naja, der Kapitän hat es mir sozusagen angeboten. So ein reizender Mann. Verschwinden wir schnell von hier, damit ich es mir in Ruhe ansehe. Unterwegs. Leichte Urlaubslektüre. Ganz nach meinem. So. Dann läuft das nämlich auch. Ein paar mehr Arbeiter haben wir ebenfalls. Perfekt. Und hier wieder vonstatten geht. Genau, dann geht es ein bisschen fixer. Das Buch ist ein Manuskript aus handgeschriebenen Rezepten. Und es ist signiert mit James Cook. Der Name meines süßen Kochs. Immerhin gehe ich nicht mit leeren Händen. Jo, schön für dich. Hier steht etwas von Schweine? Ach nein, Schweineöhrchen. Eine Art Blätterteiggebäck. Interessant. Durchaus, sehr faszinierend. Und hier? Oh ja, das Eclair. Eins meiner Lieblingsdesserts. Besonders, wenn es von meinem Lieblingskoch kommt. Alter, wieso haben wir so viele Bauern? Kann doch gar nicht sein. Reserven, Arbeitskräfte, ja, sehr viele. Das sind nie im Leben so viele, ganz ehrlich, aber gut. Darauf hätte ich jetzt nicht gewettet. Ich auch nicht. Ganz, ganz ehrlich zu dir sein. Aber es ist, wie es ist. Ich lebe auf den Aufstieg bereits. Oh, scheiß Stahlträger. Ich kann noch ein bisschen Holz holen, wa? Wie sieht's eigentlich aus mit der Weltkarte? Ist noch unterwegs? Ist er schon wieder da? Nee, hä? Wo ist er hin? Ah, doof. Der Pflicht entrinnt. Da ist er immer noch. Ernsthaft, musst du dir das Teil jetzt in die 10 Meter weit schleppen? Zurück auf dem Pfad der Tugend.
Ja, wer es glaubt, wird selig. Genau, Items ersetzen. Jetzt habe ich ein paar mehr, jetzt könnten wir es mal versuchen. Ja komm, also groß beklagen kann sich jetzt eigentlich nicht. Ja, offenbar doch. 80, 150, ja, die 60 sind es, aber Shampoo. Nachher die Bar gibt sicher wieder irgendwie ein neues, was ich irgendwie bauen kann. Da ist eine Turne. Ja, natürlich 4000 wäre am einfachsten zum Bauen. Obwohl, nee. Das ist aber so ein großes Bauprojekt, lass mich raten. So, Palast, Weltausstellung. Mhm. Und die Pelzmäntel steigen wieder. Wir sind dann zu erwarten, war. Konfitüre sinkt dafür ein bisschen. Ja, da muss er vielleicht. Scheiß Phonographen. Elegante Arbeit. Also, du passt so weit weg oder was? Gute Frage. Wo ist überhaupt schon wieder hin? Das Clubhaus meine ich. Ah, hier. Ja, ist ein bisschen weit weg. Maßanzüge und Lederstiefel. Ja. Der Umgang mit ihnen könnte mich noch teuer zu stehen kommen. Ja, wem sagst du das? Eine sehr angenehme Fahrt. Sicherlich werden sich die Wege des Kochs und meiner Wenigkeit erneut kreuzen. Wollen wir? Ja, gleich. 1050 insgesamt. Damit Schnaps wird es wieder viel mehr, oder? Sehr gern. Du glaubst doch nicht, dass ich dich vergessen hätte. Ja, bei dir weiß man nie, Schätzchen. Diese beiden Rezepte wären eine tolle Ergänzung für ihre Speisekarte. Aber wir müssen zuerst nachsehen, ob sie die benötigten Zutaten haben. Kann ich sie auch noch ein Gläschen Wein einladen? Schau, warum nicht? Entscheiden soll ich es, Freunde. Entscheiden. Immer diese Entscheidung, die man treffen muss. Warte mal, holst du wieder zu wenig. Apropos Holz. Ja, steigt nicht wirklich. Solange es da hier nicht irgendwie Probleme gibt. Wo war's? Ne, nicht hier. Hier. Sollte alles in Ordnung sein. Was aber sicher schon mal prophylaktisch machen kann. Es bildet sich bereits eine Staub. Mal hier noch ein weiteres Häuschen bauen, weil wir haben gesehen, Konfitüre muss ein bisschen was machen. Der hat angebaut, ja, wir haben sonst nichts anderes. Aktuell noch. Aber wir schon vermutet haben, brauchen noch ein weiteres Häuschen. So wie es aussieht, können wir das nicht großartig irgendwie optimieren, wa? Hm, schade. Das Produktionswege und so, aber naja, mal gucken. Entscheiden. Soll ich mich noch entscheiden? Warte mal, ich muss ganz kurz Fenster aufmachen. Also heute wegen wieder bis 30 Grad heiß draußen, aber langsam merke ich schon, es ist ein bisschen. Hier drin wärmer ist als draußen. So. Fürs Gebäck brauchen wir reichlich Mehl. Für unsere Freundschaft. Nee. Ach, herrje. Was Schweinehörchen, die der Größe nach den Fanonen nennen, ein hauchamanisches Süß und vielleicht Muskatnuss oder etwas Ähnliches. Rum. Packe auf den Biss. Zimt kann toller Satz. Muskat. Rum klingt jetzt schlecht, weil ich hab's hier sowieso. Zimt, das ist es. Ja, scheiße. Das ist nämlich Claire. Natürlich, auf nächste Gesicht. Was? Eine Claire aus dem. Beim Abbau ist eine dicke dunkle Organfüllung aus dem Brandteig rausgefüllt. Vielleicht einfach Zucker. Rum! Oh Mann, ey.
Eine erlesene Auswahl an Speisen für ein Café. Ja, danke. Rezeptbuch. Jetzt haben wir Eclair und Schweinehörchen freigeschaltet. Wildtatar und Zerbrüsselbanane fehlen noch. Sie haben einen feinen Gaumen und einen Sinn für Ästhetik. Ein Besuch hier lohnt sich sehr. Hier. Also seien wir ehrlich. Ja, bitte, bitte. Eine Eclair könnten wir machen, müssen aber zuerst noch den Zucker importieren. Schweinehörchen müssen dafür Zimt noch irgendwie importieren. Geht aber eher so einer bestimmten Anzahl an Touristen. Also jetzt noch zu früh. Sagen wir es, wie es ist. So, es könnte theoretisch noch weitere Leute upgraden. Meine Augen glänzen vor Wonne. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Was? Warum? Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Sparen Sie sich die Schleifen und Bänder. Ich lasse mich nicht einwickeln. Mann, 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 immer dieses ewige Hin und Her. Nun kann ich endlich wieder frei atmen. Es freut mich zu beobachten, wie Sie zu meinen Freunden stehen. Seinen Freunden. Sie führen ihr Geschäft wie ein kopfloses Huhn. Das sog die richtige. Die Waren gehen aus, hoppsala, hoppsala, die gehen aus. So. Natürlich Baumaterialien, wa? Meine ich gerade. So, das sind natürlich wesentlich mehr Ingenieure. Nur knapp über dem Median. Aber das sind ja eigentlich Dinge, die ich... Ach, gut habe, auch Kaffee, Glühbirnen, Strom sowieso. Machen wir sowieso keine Sorgen. Die Uhren habe ich auch gelassen, weil wir so viele haben am Lager. Und Hochräder gerade noch wieder entfernt, weil wir zu wenige hatten. Weil es auch wieder gut aussieht. Ja, gut, gut, Kaffee ist natürlich ein zweischneidiges Brett, seien wir ehrlich. Immer noch. Ich brauche mal eine dritte Kaffeeproduktion oder Kaffeerösterei, weil zwei halt doch noch zu wenig sind, aber hey. Dann noch eine dritte in Auftrag zu geben, das wird schwierig, vor allem weil es immer wieder erhöht, ja, auch mit der Anzahl an Forschen, die wir brauchen. Das wird schwer, das wird schwer. Fidi Ralala, das wird schwer. Ich bedauere wohl all jene, die nie in den Genuss kommen, mich kennenzulernen. Ja, weil die haben ja auch ihre Bedürfnisse, ja. Im Ruhm auch mal gucken. Geht's momentan noch? Okay. Krass, mit dem Pelz, wenn wir jetzt wieder steigen, weil es jetzt den Touris, weil ich den weggenommen habe. Haben die auch Kaffee irgendwo drin? Kommt mir nur so vor. Nee, wa? Okay. Die aber auch nicht. Die sind mit denen eigentlich noch relativ genügsam. Und mir sucht ein, doch wird auch ein Spaß. Mit einem Kaffee. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ja, gleich, gleich. Danke für den Hinweis. Komm, ich gebe den Hochräder wieder zurück. Im Ruhm bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen vorsichtig. Obwohl ich natürlich eher gehen würde als der Kaffee, wa? Kaffee ist natürlich ein Grundbedürfnis, aber ist halt immer das Problem mit dem scheiß Kaffee. Egal ob jetzt mit dem Import oder nicht, das ist immer so ein Ding. Natürlich gar kein Schiff, das unterwegs ist, diesbezüglich. Bist du derjenige, der den Kaffee abholt? Bin gar nicht mehr so sicher. Ah, was ist hier wieder los? Krieg? Das war zu erwarten, Sie räudiger Hund! Hä? Warum? Hat er gar nichts gemacht? Unter ihrer Konkurrenz gerade deswegen. Ist ein Krieg ausgebrochen. Bereit.
Ah, okay, er holt den Kaffee ab. Können wir jetzt den Kaffee noch optimieren, wa? Ist nicht meine Schuld, ne? Schön, dass alles ist dran. Zumindest in der Theorie. Oh, ein Skandal. Jo, ich weiß. So stolz war ich schon lange nicht mehr. Die haben ein Problem mit den gebackenen Bananen. Weil wir hier auch zu wenig haben. Hä, warum? Fehlen noch die Grundstoffe dafür? Ja, wir haben Fischöl, wir haben Bananen selbst. Setz dich lieber in den. Schiff vom Stapel gelaufen. Du. So. Oh klar, Traktoren und dann. Treibstoff bloß. Okay, da wäre natürlich noch eine Optionsvariante. Das kann man sich überlegen. Wir brauchen Silos, Ah, Mais. Okay, da wäre auch eine Option. Schiff unter Beschuss. Wohl Mais. Andrew von Tortillas, okay. Wäre natürlich lange, das hatte ich lange nicht mehr. Du bist natürlich auch so ein Idiot. Das ist wieder mal dieses scheiß Schiffssystem. Ein skandalöses Angebot. Ja, wenn ich rauche, habe ich da ab. Tschüss. Meine Güte. Da sind meine Schlachtkreuze alle. Kurz gucken, ob ich irgendwie vielleicht sogar abhauen kann. Mann, oder bloß Items holen gehen. Und natürlich, das Schiff ist so doof und fährt genau hier durch. Aber es ist allbe kein Problem, vor allem mit dem Schiffssystem. Mit der KI, die einfach nicht schnallt, dass er da nicht durch soll. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Warte, ganz ehrlich, bis die da oben sind. Wow, einer geht oben durch, die anderen beiden unten. Das kann irgendwas werden, ey, ganz ehrlich. Okay, die bleiben mal hier oben. Ich hoffe, es passiert nichts. Die sind da unten unterwegs. Meine Fresse, ey, ganz ehrlich. Ich kann nur so ein Pech haben. Sowas kann doch nur mir passieren. Immer wieder. Und immer wieder. Ah, übrigens Ingenieure, wa? So, kann man hier ein paar mehr investieren. Das Schiff müsste ja auch bald fertig sein. Nee, ist sogar schon fertig, krass. Mehr Druck im Kessel. HMS Ringelwurm 2, okay, gut. Wozu ich den dann brauche? Ich würde sagen, das schauen wir uns in einer der nächsten Folgen an. Ziemlich sicher aber für eine der Inlandrouten, die wir haben. Die Medusa? Nee, wir haben hier. Ja, auch nicht, verdammt. Gar keine Route, irgendwie eine 7er Route oder so.
Ja, weil ich mir auch überlegt, hier, oder? Vor allem mit Weizen und Kartoffeln, dass wir vielleicht auch das irgendwie auf zwei Schiffe aufteilen. Weil ich sehe das irgendwie nicht mehr so sehr mit Kartoffeln und Weizen, Getreide meine ich. Weil es ist Kartoffeln da gut, aber für Getreide wieder scheiße. Vorhin hatten wir irgendwie. Nein, in der letzten Folge haben wir es gerade umgekehrt. Natürlich auch irgendwie eine Katastrophe. Früh bis spät, naja. Also, wie gehabt, Freunde, die Touristen, die wir ihnen noch ein bisschen zufriedenstellen müssen. Kaffee haben wir jetzt zwar einigermaßen, brauchen noch ein paar mehr, damit wir einen Palast auch aktivieren könnten. Oh, mal gucken. Limonade, das Bedürfnis. Und Shampoo mit einem weiteren Hotel. Das wird wieder teuer, aber da viele, viele Baustoffe. Wenn wir besorgen müsste, dann müssen wir gucken, ob wir mit den aktuellen Bewohnern irgendwie vielleicht woanders wieder Probleme kreieren oder ob jetzt alles funktioniert, wie es sollte. Das wissen wir aktuell gerade auch nicht so wirklich, nicht wahr? Okay, aber dem geht's gut hier oben. Generiert sogar selber, krass. Bis es der einfach schneller ist, weil er selber unterwegs ist. Ist eigentlich wirklich so, Moment. Wachdienst eingerichtet. So. Kann ich wieder hier hin? Weil der andere ist ja auch schon gleich da. Wachdienst eingerichtet. Wachdienst eingerichtet, jo. Müssen wir das eigentlich hinkriegen. Ist auch nicht irgendwie großartig andere Schiffe gesehen, die im Weg wären. Jo, ansonsten irgendwas verpasst. Ah, warte mal, genau, was wir noch testen wollten in der Folge. Ich weiß da über 30 Minuten, aber das will ich ganz kurz noch testen. Moment, dann machen wir es ganz kurz anders. Im Besa. Bleib bitte mal ganz kurz hier, während die anderen sich noch sammeln. Weil sonst muss ich mich aufs andere konzentrieren. Also, mit dem Zoo zum Beispiel, hm? Dann mit dem Zoo, die wir hier haben, sind alles 30er Dinger, wa? Okay. Hier Tiger, war natürlich nicht überall ein Tiger. Wie ging das? Das ist ein Teil. Teil eines Sets, okay. Ihr Hafen wird angegriffen. Oh, was jetzt schon wieder? Warum? Ihr Hafen wird angegriffen. Alter, das ist ein ganz ehrlich. Ja, jetzt muss ich aber wieder zurückfahren. Die Insel wird angegriffen. Scheiß, die wandern, ey. Man könnte meinen, du wärst gar kein Royalist. Ihr Kartenhaus fällt zusammen. Ah, sie schließen sich der gerechten Sache an. Schiff unter Beschuss. Flotte bereit. Ihre Insel wird angegriffen. Ich glaube es noch nicht, aber ich sehe es gerade. Der Schoner geht mir gerade am Arsch vorbei, weil er eh nichts an Bord hat. Können wir das bitte irgendwie ganz kurz mal unterbrechen, die ganze Übung? Weil sonst bin ich wieder die Folge, weil. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Verfluchter Pfennigfuchs. Das kann doch nicht sein, ey. Dass der jetzt wieder so ein Theater macht. Neue Ziele?
Hey, ganz ehrlich, Freunde. Nee. Ich muss mal ein bisschen vorwärts gerade gucken, was eigentlich passiert. Darf gar nicht angegriffen werden, ich hab doch die Flagge. Das ist ein Scherz, oder? So was scherze ich generell nicht. Weil er gerade alles am Arsch ist, gefühlt. Ihr Hafen wird angegriffen. Ihr Hafen wird angegriffen. Wow, was du nicht sagst. Wobei, jetzt sieht er wieder von dann. Ihr Hafen wird angegriffen. Nun, statt zu verhandeln, kann man... Nun, das ist vielversprechend. Aber einen neuen Hafen bauen kann ich jetzt gerade nicht, oder? Insel wird belagert. Nee, eigentlich nicht mehr. Gut, muss ja ganz kurz abwarten, bis wir zurückkommen. Jetzt ist das Gebäude auch noch, super. Aber der arbeitet noch, interessant. Und so viele Leben gerettet. Aber da sieht man es mal wieder, wie schnell das plötzlich gehen kann, wenn man irgendwie, ja, halt plötzlich kurz irgendwo weg ist, oder? Irgendwie, weil man sich denkt, okay, ich muss kurz das Schiff retten. Dann passiert so eine Scheiße. Vor allem, der ist natürlich wieder alleine da oben. Warum? Er hat gesagt, er soll sowieso zurückkehren. Also ganz ehrlich, Inselmoral. Wie lange dauert es jetzt noch, bis sie wieder Insel wird belagert? Ne, stimmt doch gar nicht, sie sind gar nicht mehr da. Weil wir gar keine Waren mehr da sind. Wie soll ich ohne Straße zur Messe kommen? Ah, okay. Gucken wir mal an, bis in der nächsten Folge, ob das wirklich so ist, ob der wirklich so noch bleibt oder irgendwie noch schlimmer wird. Während das nochmal ganz kurz hier zum Gucken, war, ob wir irgendwie etwas ein bisschen verbessern können. Ja, wir haben die ganzen Tiger, aber ein doppeltes Item kann nicht ausgerüstet werden. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, oder? Wie sieht es denn vielleicht hier aus, wa? Die Dinger bringen natürlich viele, die das mal behaupten. Moment. So. Bestandteil eines Sets. Irgendwie. Leider. So. Da kommt noch ein 40er rein. Noch ein 40er rein. Noch ein 40er rein. So, also noch ein paar 30er. Und könnte ich jetzt hier noch ein neues Ding bauen? Also mit dem Einfluss ist ja auch pervers. An Einfluss gewonnen. Dankeschön.
Und ein 30er hätte ich noch, also würde es einen sicher noch lohnen. So, und nun? Ah, Museum ist jetzt plötzlich das perfekt, wa? Meine Pläne. Jetzt ist plötzlich bei 100% Museum. Warum auch immer, verstehe ich jetzt gar nicht, aber ey, da kann sich irgendwie wieder eins abreißen, mit Museum noch besser, da immer noch bei 100% ist. Moment. Wie die Weltausstellung auch. Das war sowieso klar. Von so muss noch ein bisschen gucken, was also den noch irgendwie hochkriegen. Im Botanischen Garten, aber das ist sowieso klar. So, Embeser, wie sieht's eigentlich aus, eh? Ich hätte nichts gegen ein paar helfende Hände. Ja, die kommen. Erwarten neue Horizonte. Alter Schwede, sag mal, hat jetzt eigentlich die ganzen Waren noch? Ja, okay. Hat er einfach feige abgewartet, bis meine Schiffe weg waren, ey. Glaubt das einfach nicht. Natürlich strategisch irgendwie auch klug, ey. Muss man da auch mal ganz kurz, ganz ehrlich sein. So, ich weiß, Party ist schon längst vorbei, jetzt muss ich trotzdem mal die Dinge noch upgraden. An Arbeitskraft. Okay, ich habe keine Kanone mehr. Das heißt, die könnte man noch irgendwie dann zurückholen. Hat auch zerstört, wann hat er das gemacht? Das kommt auf einmal. Was soll dieser ständige. Warte mal. Ständige wie so ein. Eine von MBs und die alte Welt. Okay, jetzt nicht mehr. Krass. Ja, also, das war wieder mal unerwartet. Auch wieder unerwartet lange. Vielleicht schneide ich die Folge auch oder keine Ahnung. Jedenfalls, ja, MBs wird hoffentlich wieder funktionieren. Falls nicht, sehe ich in der nächsten Folge. Da machen wir ein paar Dinge ungeschehen. Ansonsten. Aber jetzt im Museum ein bisschen aufgewertet, das steht bei 100%, das ist natürlich sehr gut für die Touristen. Ich hoffe, es bleibt auch so, dass wir vielleicht sogar hier ab und zu noch irgendwie reingucken können, was da eigentlich so abgeht, aber glaube ich ja weniger. Nö. Leider nicht, aber hey, trotzdem, Museum läuft. Es läuft, Touristen sind zufrieden und alles weitere in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.